So, servus Leute. Viele Leute haben uns gefragt, ob wir mal ein Ringe-Tutorial machen können, weil ich ja ab und zu in den Reviews mal ein paar Ringe raushau. Deswegen kommt heute auf jeden Fall das Ringe-Tutorial. Als erstes sollten wir da kurz über die zwei Haupttechniken reden, die man so benutzen kann, um Ringe zu machen. Einmal kann man das Ganze mit dem Kiefer machen oder mit dem Kehlkopf. Das mit dem Kiefer würde ich euch nicht so empfehlen. Ich kenne zwar Leute, die haben ja ziemlich schnell Ringe raushauen können, aber die werden nicht groß und haben nicht viel Volumen. Deswegen finde ich die eigentlich eher uncool und das benutze ich auch eigentlich fast nicht. Deswegen, das ist meiner Meinung nach die schlechtere Technik. Wir reden heute über die Kehlkopftechnik. Dabei gibt es ein paar kleine Schritte, die ihr machen könnt, um das zu verbessern. Aber im Endeffekt ist es einfach probieren, 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 bis es irgendwann aus Versehen klappt und das dann einfach so weitermachen. Aber jetzt auf jeden Fall mal meine Tipps, wie man das vielleicht schneller hinbekommt. So, als erstes müssen wir dann mal über die Mundform reden. Und ich entschuldige mich jetzt schon mal, dieses Video wird wahrscheinlich ziemlich peinlich und bescheuert aussehen. Aber so ist das nun mal, wenn man mit Ringen anfängt, beziehungsweise man sich voll auf die Mundform oder sowas konzentriert. Als erstes müsst ihr euren Mund zu einem O formen, das heißt, ihr wollt praktisch perfekt so einen Ring machen, damit der natürlich schön geformt wird, wenn ihr dann den Rauch rausschießt. Dazu macht ihr einfach mal so. Ja, wie gesagt, das sieht wahrscheinlich ziemlich bescheuert aus, aber so ist das. Ja? Also ihr macht ein O, es gibt viele Leute, die drücken die Lippen dann komplett raus und sieht das so aus. Das sollt ihr auch nicht machen und ihr sollt auch nicht die Lippen komplett reinziehen, dass es so aussieht. Ja? Ich übertreibe das Ganze jetzt natürlich ein bisschen, also ne, manchmal machen Leute das eher mehr oder weniger so krass, aber eigentlich wollt ihr einfach nur ein ganz normales O mit euren Lippen machen, dass es dann eben so aussieht. Okay? So, dann, was auch noch ziemlich wichtig ist, ihr braucht auf jeden Fall am Anfang einen Kopf, der ziemlich gut qualmt, weil desto mehr Qualm da rauskommt, desto einfacher fällt es euch, die Ringe zu üben. Ihr habt mehr Zeit, um mit einer Rauchladung sozusagen die Ringe zu probieren. Wenn ihr damit anfangt, passt auf jeden Fall auf, dass ihr nicht die ganze Zeit zieht und Ringe macht und zieht und Ringe macht. Ansonsten ist euch nach 20 Minuten eh schlecht. Da würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, mal, ne, keine Ahnung, ein paar Minuten üben, ein bisschen Pause, ein paar Minuten üben und so weiter. So, wenn ihr die Mundform raus habt, übt das vielleicht auch einfach mal kurz vor dem Spiegel. Es ist ziemlich bescheuert, aber mein Gott, ne, wer ein Profi werden will, der muss Opfer bringen. Ja? Ihr habt die Mundform dann auf jeden Fall raus, dann geht es darum, wie ihr das mit dem Kehlkopf macht. Dazu macht ihr die Mundform und dann ist das wie ein ganz leichtes Husten, wie ein ganz leichtes Räuspern, wie so ein ja, als ob ihr so, als ob ihr was im Hals stecken habt, was ihr irgendwie ein bisschen hochrutschen wollt oder so. Also wie so ein leichtes Aufhusten, würde ich sagen. Ja? Ja, das beides verbindet ihr dann. Dann müsst ihr nur noch die Intensität rauskriegen, wie sehr ihr dieses Husten machen müsst. Das ist nämlich wirklich extrem leicht. Das ist kein ja, da kriegt ihr keine Ringe hin, da kommen nur komische Rauchwolken raus. Das müsst ihr dann hinkriegen und dann sieht das bei euch hoffentlich so aus. Vielleicht noch ein kleiner Tipp zwischendrin, was mir immer hilft, ist erstmal ein kleines bisschen Rauch sozusagen aus dem Mund rauslaufen zu lassen. Nicht wirklich auspusten, sondern so ganz leicht rauszudrücken. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Und dann anzufangen mit den Ringen. Und wir versuchen gleich nochmal Audio aufzunehmen, wie das dann klingt, wenn ich mich hier so räusper, damit ihr euch das vielleicht ein bisschen besser vorstellen könnt. Aber ansonsten war es das eigentlich schon. Das heißt, ja, ihr zieht. Was ich noch mache, ist irgendwie meistens den Kopf runternehmen und dann hier anfangen mit den Ringen und dann langsam hochgehen. Hilft mir irgendwie. Ich kann jetzt nicht sagen, ob das wirklich irgendwie was damit zu tun hat oder ob das genauso gut klappt, wenn ihr einfach nach vorne geht. Was ich aber festgestellt habe, ist Kopf in den Nacken legen und die Ringe nach oben zu machen. Funktioniert meistens nicht so gut. Also eher nach vorne gelehnt irgendwie. Vielleicht so Hände auf den Oberschenkeln und so, so leicht nach vorne gelehnt. So funktioniert das auf jeden Fall immer besser. Ja, wir probieren mal noch ein paar Ringe.
Nice. So, das war eigentlich auch schon alles. Das heißt, einmal die Mundform, ein schönes O-Form und dann das mit dem Kehlkopf, mit dem Rauch rausstoßen hinbekommen. Und dann ist es einfach nur noch Übungssache. Leute, das wird vielleicht bei dem einen oder anderen funktionieren, dass am ersten Tag ein paar Ringe kommen, vielleicht auch schon in den ersten 10 Minuten. Aber bis das wirklich sitzt, dass ihr 20 Ringe mit einer Rauchladung hintereinander rausballern könnt, wird das wahrscheinlich einfach ein paar Tage Übung dauern. Ich meine, ich mache das jetzt schon, ich rauche seit 8 Jahren Shisha und ich habe eigentlich irgendwann am Anfang auch angefangen mit Ringen. Mittlerweile ist das bei mir einfach so drin, das passiert einfach so, dass ich ab und zu Ringe mache. In den meisten Reviews merke ich es gar nicht, bis irgendjemand schreibt so, lol, Ringe laufen aber bei dir oder so. Es ist einfach eine Übungssache, Leute. Also, wenn ihr es lernen wollt, dann bleibt hartnäckig, übt das Ganze. Und ansonsten lasst uns gerne einen Daumen nach oben da oder sogar ein Abo. Schickt das Video einmal raus an alle Freunde, die auf jeden Fall noch Ringe lernen müssen. Und dann bis zum nächsten Video, eure Shisha-WG.